Ihr macht eine Politik, die unsere Werte und Traditionen für eine multikulturelle Utopie opfert. Unser Europa liegt im Sterben. Unsere Zukunft ist bedroht. No more! No more! Illegal immigration! No more! No more! Illegal immigration! Ihr wollt uns einreden, dass wir keine Identität haben und zu homogen sind. So, look, I haven't read a ton of, really any of Richard Spencer's writings. I know who he is, just from little clips that I've seen and things like that. Even if he could convince me that a white ethno-state is the right thing, I would never agree that it should be the United States. It's the reverse of what the United States would be for. Yeah, well, I'm far more fascinated because obviously wouldn't that be I don't, an easy way to nip them you, in you'd the think butt? So. You'd think so. Yeah. I mean, obviously, I don't see. I mean, I see like socialism super utopian. I see the white ethno state in America specifically super utopian as well. Like, it's a utopian idea, right? They've got interesting movements in like France and everything right now, though, where they've got the identitarians talking about France belongs to the French people. And I find those arguments far more fascinating than the ones in Canada and America arguing for ethno-states that are super utopian and just not gonna happen, right? Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Das war er. Der historische Moment, an dem sich einfach alles änderte. Zum ersten Mal erkannte Deutschland, dass es eine Aufgabe in der Welt besitzt. Menschen kamen zusammen, halfen nach ihren Kräften. Plötzlich war da das Bewusstsein, dass man in Krisen zusammenstehen muss. Dass Hilfsbereitschaft und Humanität erst dann etwas bedeutet, wenn man akzeptiert, dass es beides nicht zum Nulltarif gibt und dass es etwas kosten würde. Wir waren bereit, der Welt zu zeigen, dass wir aus unserer Geschichte gelernt hatten und verschafften uns so Respekt und Anerkennung unter jenen, die weniger entschlossen waren als wir. Spaß. Es ist wunderbar, dass ihr so zahlreich heute gekommen sind. Und ich kann euch sagen, ich bin euch unendlich dankbar, dass ihr diese Bewegung geschaffen habt, weil ihr wart es. Mit der Hilfe von LAS, die erste unabhängige, von keiner Partei oder Machtgruppe kontrollierte Bewegung in Deutschland hervorgebracht haben, seit 1989 zumindest. Am meisten freut mich, dass man heute sehen kann, dass die Hetze nicht gefruchtet hat. Wir sind nicht schwächer geworden, sondern stärker. Und das alte Spiel, teile und herrsche, funktioniert nicht mehr. Wir haben hier Deutsche und wir haben Migranten, wir haben Leute der unterschiedlichsten Religionen und Hautfarben oder ohne Religion oder sexuelle Orientierung. Alles ist vertreten, alles ist gut und jeder kann sein Ding machen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen mit der Vergangenheit beschäftigen, auch wenn es nervt. Aber selbst der Connoisseur weiß, dass man den besten Wein nicht schätzen kann, wenn man den Essig nicht kennt. Dies hier ist der Jürgen. In 2014 war er die prima Ballerina der sogenannten Montagsdemos und von da stammt auch dieser Ausschnitt, die sich hauptsächlich gegen die USA und die NATO richteten. Hier war auch die Keimzelle der sogenannten Reichsbürgerbewegung, da man konstant das Lied der fehlenden Souveränität Deutschlands sang. Als Lebemann und Tausendsassa gab sich Jürgen aber nicht mit den Demos zufrieden. Nein, er leitet zusätzlich noch das Kompaktmagazin, das mittlerweile auch an Tankstellen im Printformat ausliegt.
Zusätzlich betreibt er noch mit Compact TV einen YouTube-Kanal und das ist das Herzstück seiner Arbeit. Zusammen mit etlichen Größen der Verschwörerszene findet sich hier alles, was der Orgonit nicht filtern kann. Während die gezeigten Szenen fast schon inklusiv anmuten, da er die Verschiedenheit der Teilnehmer betont und somit das Anliegen legitimieren möchte, klingt das 2018 hingegen so. Hallo Dresden! Hallo Jürgen! Mein Name ist Jürgen Elsässer, ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir die da oben weitermachen lassen. Und wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Die Schrift an der Wand ist die Nachricht aus Bremen, dass unter den männlichen Neugeborenen der Name Mohammed mittlerweile am häufigsten ist. Welche furchtbare Schande! Die stolze Hansestadt Bremen mit dem Helden Roland, dem Denkmal vor dem Rathaus und diese linksversiffte Bande, die diese Stadt seit Jahrzehnten in Grund und Boden regiert, die macht aus der stolzen Hansestadt ein Kalifat unter Scharia. Pfui Teufel! Und wie freue ich mich da, dass ich bei euch bin in Dresden, der Stadt mit den meisten deutschen Neugeborenen im ganzen Land. Und hier wird niemals der Name Mohammed bei den Neugeborenen an erster Stelle stehen. Niemals in Dresden, niemals in Sachsen. Das war auf einer der Pegida-Demos, auf der von Verschiedenheit nicht mehr so viel zu hören war. So änderte sich auch der YouTube-Kanal. Europa gegen Scharia, Linke gegen Gelbwesten, Terrorziel Berlin, Antifa-Terror-Migrationspakt 1-2-X, Umvolkung, Merkel hofft auf neue Flüchtlinge, MeToo, MeToo, Mimimi und ach, leck mich doch. Hier ein Bild von ihm auf der AZK, hier eins mit Lutz Bachmann, hier mit der AfD. Also besonders migrationsfreundlich ist unser Jürgen nicht. Das ging auch ziemlich schnell einem anderen Bekannten aus der alternativen Szene zu weit, der eigentlich ganz gut mit ihm auskam. Die aber ganz kurz mal auf unser Portal gehen, nämlich KenFM Facebook, hier auf unserem sozialen Netzwerk. Da hauen sich die Menschen im Moment, ja, da fliegen wirklich die Fetzen. Also wir scheinen da in ein Wespennest gestochen zu haben. Oder anders gesagt, die Leute sind, also viele, sind regelrecht enttäuscht, wie wir uns zu Pegida positionieren. Andere sind happy, dass wir uns so positionieren. Ich möchte erstmal auf einen Beitrag kommen, der exemplarisch für das ist, was sich auf unserem Facebook-Profil tut, wo Leute mich ja angreifen, möchte ich es nicht sagen, aber ihre Enttäuschung wirklich Ausdruck verleihen. Hier steht von Diana B. zum Beispiel Folgendes. Ich lese es mal hier vom Laptop ab, ja? Ken, laufen die Leute weg. Was ist denn aus den tollen Montagsdemos in Berlin geworden? Da geht doch keiner mehr hin. Und diese Hetze gegen Pegida finde ich einfach nur peinlich. Wir müssen etwas gegen die Islamisierung tun, sonst gehen wir unter. Und dieses Gelaber von wegen, es gibt keine Islamisierung in Deutschland, ist eine Frechheit. Wie nennen diese Leute denn das hier? Und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Kruzifixe wurden abgehangen. Pappschweine wurden aus den Schaufenstern genommen. An Schulen und Kindergärten gibt es kein Schweinefleisch mehr zu essen. Es werden immer mehr Moscheen gebaut. Wenn Muslime ein Verbrechen begehen, bekommen sie aus Rücksicht auf ihre Religion mildere Strafen. Und ich könnte jetzt noch ewig so weiterschreiben. Gut, also wenn ich sowas lese, dann fällt es mir ein bisschen schwer, die Frage eindeutig zu beantworten. Ist das jetzt ernst gemeint von Diane B. oder ist es Satire? Weil wenn das ernst gemeint ist, was machen solche Leute eigentlich auf unserem Portal? Oder da zweifle ich manchmal an meiner eigenen Arbeit. Ich meine, ich versuche die letzten 3 Jahre wirklich halb intellektuell zu arbeiten und ich glaube auch die Art und Weise, wie ich schreibe, wie ich spreche, das kann der einfache Bürger nicht unbedingt verstehen. Und diese Diana macht auf mich jetzt einen sehr einfachen Eindruck. Also das ist die erste Frage. Ist Diana B., ist das ernst gemeint oder ist es ein Satire-Ding? Also, wenn selbst Jepsen denkt, dass du ein Idiot bist, dann könnte da vielleicht... Na? Aber warum gucken wir uns die Nasen eigentlich an? Sollte es hier nicht um internationale Netzwerke neurechter YouTuber gehen? Nun, zum einen ist Elsässer ein YouTuber, zum anderen hat er eine Sache mit den jüngeren, hippen Tubern gemein. Sie und er und viele haben eine ganz besondere Freundschaft.